Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die uns heute wieder zuschauen. Wir möchten heute die Online-Käufer oder die Eltern, die sehr, sehr viel im Internet die Schuhe bestellen, einfach mal animieren, sich die nächsten paar Minuten mal mit anzuhören, ob das sich nicht doch lohnen würde, mal einen Besuch im Fachgeschäft abzustatten und was man vielleicht sonst noch dazu lernen könnte. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und ansonsten bis gleich. Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo wieder an alle da draußen. Unsere Abonnenten natürlich gleich mit eingeschlossen, bei denen dann heute schon wieder das Glöckchen klingelt. Ah, das Schuhwidu hat wieder ein neues Video online gestellt. Interessantes Thema, finde ich. Auch wir werden damit immer wieder konfrontiert, weil wir haben natürlich nicht nur Stammkunden, wie jedes andere Kinderschuhfachgeschäft in Deutschland auch, sondern bei uns kommen natürlich auch hin und wieder mal Eltern Schuhe einkaufen, die ansonsten lieber online in aller Ruhe ihre Schuhe und Geschäfte tätigen. Nun sind wir sozusagen ein Spezialist für die Kinderfüße und sehen das natürlich immer mit sehr gemischten Gefühlen. Es ist natürlich richtig, wir werden sie nicht alle erreichen. Viele werden sich dieses Privileg des Online-Einkaufs nicht nehmen lassen. Wir möchten Sie bloß an dieser Stelle oder ich möchte Sie an dieser Stelle insbesondere daraufhin sensibilisieren, die Schuhe nach gewissen Gesichtspunkten einzukaufen und letztendlich für Ihr Kind dann tragen zu lassen, weil es gibt wirklich so viele Dinge, die man da wirklich verkehrt machen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel mal in einer Größe Schuhe für Mädchen herausgesucht. Das sind alles Schuhe in der Größe 25. Ich baue sie jetzt bewusst auch mal so auf, dass man mal einen Blick auf die Spannhöhe hat. Und hier würde man jetzt, wenn ich mir eine kleine Auswahl im Internet natürlich bestelle, würde man die natürlich auch nach Hause geliefert bekommen und wäre erstmal angetan der schönen Farben und der Ausführung. Zum Teil eben halt wirklich sehr was Robustes, was alltagstaugliches, weil hier so richtig schöne hochgezogene Spitze, hochwertige Ausführung, weil ich habe es hier komplett mit Lederschuhen zu tun. Der eine hier hinten hat sogar eine schöne Texmembran im Lederschuh, Gold wert, weil es ja mitunter diesen nicht unbedingt immer passenden Gummistiefel ersetzen würde. Vorausgesetzt, mein Kind ist nicht gerade eine kleine Meerjungfrau und versucht immer, die ganzen Regenpfützen auf Tiefe zu untersuchen, ne? So, und hier haben wir es also mit verschiedenen Modellen zu tun. Alle in einer Ausführung, aber hier würde jetzt zum Beispiel der Fachmann zum Beispiel schon wieder sagen, wir haben hier zwei Modelle dabei, die sind für den schlankeren Fuß. Wir haben hier ein Modell dabei, was eher für den mittleren Fuß wäre und eins für den mittleren Fuß mit besonders hohem Spann. Deswegen habe ich also auch bewusst mal die Schuhe so aufgebaut, damit Sie vielleicht auch mal von vorne einen Blick auf die Schuhe mit haben. Und genauso möchte ich Sie auch für die nächste einfach nur mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen bei der Auswahl der nächsten Schnitt, Cut, wie auch immer, bei der Auswahl der neuen nächsten saisonalen Lieblingsschuhe für Ihr Kind heranzugehen. Das heißt, wir im Fachgeschäft gucken uns natürlich immer den Fuß mit an. Und deswegen sind auch immer dann so die lapidaren Aussagen von den Eltern, wenn sie also ohne Kinder die Schuhe einkaufen, weil man will sich ja manchmal auch den Stress sparen. Kinder sind nicht immer unbedingt auf den Knopfdruck bereit, jetzt fremde Frau agieren zu lassen oder dann eben halt auch vielleicht mal Schuhe zu probieren. Man ist eben halt dann vielleicht lieber im Spielemodus, möchte irgendwo rumtoben, wie auch immer, und finden Schuhe einkaufen eigentlich vollkommen doof. Ja. Damit werden wir eigentlich jeden Tag auseinandergesetzt. Wir finden das auch immer wieder erquickend, wie unterschiedlich der Kinder darauf reagieren, auf dieses Erlebnis des Schuheinkaufes. Aber generell können wir immer mit wertvollen Informationen dienen und sozusagen unsere Käufer vor Fehlern bewahren. Wie schon eingangs erwähnt, wir werden sie nicht alle erreichen. Viele nehmen sich doch das Privileg oder die Freiheit heraus, dies zu tun. Es sei ihm ja auch jeden gegönnt. Aber wenn man manchmal so als Fachfrau die Kinder dann auf der Straße laufen sieht, ich muss Ihnen sagen, da tut einem wirklich das Herzl weh. Es ist ja nicht umsonst bewiesen, dass in den letzten Jahren mindestens 70% aller Kinder zu kleine Schuhe tragen. Das bedeutet also wirklich, hier wird also mehr nach Optik gekauft, nach Schönheit, nach Aussehen und nicht eher nach den Prämissen Passform, Länge, Alltagstauglichkeit oder meinen Wünschen entsprechend, wie auch immer.
Ja, also dieses Thema Passform geht bei vielen dann halt leider verloren. Dann ist es den Eltern eigentlich schon fast egal. Hauptsache, das Kind trägt. Und nun trägt den ausgesuchten Schuh. Und nun muss man natürlich auch immer wissen, der schöne Schuh gefällt natürlich immer. Habe ich also an der Seite eine Prinzessin drauf, ein bisschen Glitzer-Tattoos, wie auch immer. Blinkelemente sind ja ganz hoch im Kurs. Dann heißt es nicht immer automatisch, dass das Kind versteht, ob der Schuh passt. Nein, es möchte einfach nur diesen tollen Schuh haben. Und wenn natürlich daneben ein recht schlichter Schuh steht, der vielleicht 10-mal besser sitzen würde, würde mein Kind immer Argumente finden, warum es der nicht sein sollte. Große Wichtigkeit wäre für uns auch noch mit Ihnen darzulegen, dass die Schuhe ja trotzdem alle unterschiedlich ausfallen. Also, wohlgemerkt, wenn Sie sich im Internet auch nur mal die Kinderschuhgrößen-Tabellen angucken, wie berechne ich Kinderschuhgrößen anhand der gemessenen Fußlänge, gibt es also himmelweite Unterschiede. Das heißt, ein Fuß mit 16 cm Länge kann zum Beispiel, je nachdem auf welcher Seite Sie landen, eine Größe 25 sein, eine Größe 26, eine Größe 27. Das Dollste war eine Größe 28, die ich bis jetzt gefunden habe. So, und das macht es nun mal auch mal verdeutlicht. Deswegen, also wenn Sie zu Hause Schuhe kaufen, die Sie dann zu Hause haben, bitte versuchen Sie immer, ob heraus eine herausnehmbare Insole das Innenleben aufpeppt. Weil mit dieser Insole können Sie immer zum einen überprüfen, wie sitzt die Weite, wie weit ist die Länge vorhanden. Und hier muss ich natürlich immer sagen, auch hier bitte kontrollieren. Mein eben genanntes Beispiel bei der Größe 16 cm würde jetzt also hier ergeben, dass wir gerade mal noch so im Limit sind, weil wir hätten dann schon fast eine Daumenbreite passt, also fast 17 mm. Wenn wir wirklich jetzt mal hier von dieser Länge ausgehen, von der Ferse bis zum Ende der großen Zehe, sagt man ja im Allgemeinen einen Freiraum von mindestens 12 bis höchstens 15 mm. Kein Kind läuft wirklich gut, wenn vorne eine Daumenbreite Platz ist. So, und dann wäre dasselbe, jetzt haben wir hier, Sie sehen, der ist nicht anatomisch korrekt geschnitten. Hier haben wir natürlich automatisch weniger Platz für die große Zehe. Wenn ich jetzt hier meine Länge mal anlege mit 16 cm, dann komme ich hier, wenn ich da gucke, wo die große Zehe ist, nicht in der Mitte, Bereich der zweiten, dritten Zehe, weil das interessiert ja die große Zehe nicht, ja, dann komme ich sogar hier auf die nächstgrößere Größe, weil dann hätten wir hier im Höchstfall einen Platz von 6-7 mm, was natürlich, ich sag mal, für einen Tragezeitraum von 3-4 Monaten im Allgemeinen nicht reicht. Ganz einfach, weil der Kinderfuß wächst im Durchschnitt zwischen 1,5, 2, 2,5 mm pro Monat. Ist von Kind zu Kind auch unterschiedlich. Man sieht es dann oder man greift auf Erfahrungswerte zurück, wo man dann also sagen kann, also mein Kind wächst schnell oder eben halt nicht so schnell. Aber das sollte man generell berücksichtigen. Und eins kann ich allen Eltern generell schon mal sagen, ein Schuh passt niemals für ein ganzes Jahr. Ein Schuh passt auch in den seltensten Fällen ein halbes Jahr, sondern Sie sollten sich immer damit abfinden, Kinder wachsen, das hat die Natur einmal so eingerichtet und demzufolge sollte man natürlich auch die Füße regelmäßig nachmessen lassen. Gehen Sie ins Geschäft, lassen Sie sich die Füße messen, die Füße, dann heißt es aber noch nicht, dass Sie dann auch die passende Schuhgröße haben, weil Schuhgröße und Fußgröße unterscheiden sich. Das dürfte ja nur hinlänglich bekannt sein. Und was natürlich bei den Mädels so der Fall ist, ist natürlich auch bei den Jungs so der Fall. Auch hier nochmal für Sie 4 verschiedene Modelle aufgebaut. 4-mal die Größe 25. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal unsere Probiersohle nehme von diesem Lurchi und ich nehme die Probiersohle von diesem Tellio-Artikel, und nehme dann hier einen Schuh in der Größe 25, der gleichfalls von Lurchi ist. Dann habe ich natürlich ein Problem, weil da passt keine Sohle so richtig rein. Also hier habe ich einen Überstand von den etwa 6-7 mm. Und die Sohle ist vorne in der Spitze drin. Und da habe ich dann sogar noch ein Barfußmodell, was sozusagen anatomisch korrekt gearbeitet ist, wo ich eine gerade Großzehenlinie habe, dann fehlen mir hier zu dem Modell sogar fast,
ich sag mal 13, 14 mm, also fast schon wieder zwei Schuhgrößen, fällt dieses Modell kleiner aus. Und darin besteht ja im Eigentlichen die Schwierigkeit. Wir reden also auch nicht von Größen, weil dann wäre es ja irgendwo einheitlich, sondern wir reden im Eigentlichen nur noch von Zahlen. Weil mit jeder Sohle, die ein Lieferant verwendet, im Straßen- wie auch im Hausschuhbereich, fällt jeder Schuh wieder anders aus. Wir im Fachgeschäft wissen das. Wir messen ja die Schuhe auch aus, wenn sie kommen, vergleichen das immer mit den bestehenden Modellen, auf das wir unseren Kunden auf die Fragen natürlich auch eine Antwort geben können. Aber das wissen Sie zu Hause ja natürlich nicht. Sie könnten es bloß mit dem getragenen Schuh vergleichen, aber dann haben Sie immer noch keine klare Aussage, wie dann die Passform ist. Also, schon alleine wegen dem Nachmessen oder sich dem vielleicht mal Informationen holen, wäre es schon nicht schlecht, ab und zu mal ein Fachgeschäft, ich würde empfehlen, mindestens einmal im Jahr zu besuchen. Vielleicht findet man sich dann ja auch irgendwo, wo man sagt, jawohl, ich nehme jetzt die neuen Hausschuhe mit, wo ich weiß, die sind nicht gleich innerhalb von 6 Wochen zu klein, weil mein Kind so permanente Wachstumsschübe hat. Oder ich brauche einfach eine spezielle Weite, weil entweder meine Füße des Kindes oder die Füße des Kindes entweder zu schmal oder zu breit sind. Für diese einzelnen Themen haben wir natürlich auch tolle Videos schon mal abgedreht. Das heißt also, in unserer ganzen Historie der Videos für Eltern sind diese Themen alle schon mal mitbehandelt. Wen es also interessiert, der darf sich das natürlich auch gerne anschauen. Ich würde mich auf ein nächstes Mal freuen, hoffe doch, es war wieder informativ und ihr konntet euch was mitnehmen oder herausnehmen aus meinen Ausführungen. Und ich hoffe doch, ich habe das eine oder andere Kind vor zu kurzen Schuhen bewahrt. Das wäre toll. Danke.